Streng genommen habe ich unseren kleinen Mann unter Drogen gesetzt. Das klingt zwar ziemlich übertrieben, aber ich erzähle euch, was ich damit meine. Ich habe schon während meiner Schwangerschaft meinen Kaffeekonsum total reduziert und nur eingetrunken, wenn ich ihn wirklich nötig hatte. Und so habe ich das eigentlich auch die ganze Zeit jetzt während der Stillzeit gemacht. Vor ein paar Wochen hat sich das aber irgendwie so eingeschlichen, dass ich wirklich jeden Morgen einen Kaffee getrunken habe. Das Ganze hat angefangen mit einer Nacht, in der Salo wirklich am Rad gedreht hat. Ich morgens total fertig, erstmal einen Kaffee. Und damit hat irgendwie dieser ganze Teufelskreis angefangen. Die Nächte mit Salo wurden nicht besser, er hat tagsüber nur noch total wenig geschlafen. Ich war total fertig und habe mir morgens erstmal einen Kaffee reingezogen. Banjo, der sowieso kein Fan davon ist, dass ich Kaffee trinke, eben weil ich Salo noch stille, hat mich dann mal gefragt, wie viel Kaffee ich in letzter Zeit so trinke. Ich meinte, ja, jeden Morgen nur einen. Und er meinte dann, und du wunderst dich, dass Salo nachts nicht schläft. Es wird ja gesagt, dass man 2, maximal 3 Tassen während der Schwangerschaft und der Stillzeit trinken darf. Da lag ich ja mit meinem einen Kaffee drunter. Um Banjo zu beweisen, dass Salos Unruhe nicht an meinem Kaffeekonsum liegt, habe ich den einfach mal gestoppt. Es vergingen 2 Tage unverändert und schwuppdiwupp, Salo hat wieder richtig gut geschlafen. Das Ganze kann natürlich auch ein riesengroßer Zufall sein, aber ich bin irgendwie der Überzeugung, dass wir in einem Teufelskreis drin gesteckt haben. Durch die viel ruhigeren und erholsameren Nächte mit Salo brauche ich morgens keinen Kaffee mehr. Und er findet viel leichter auch über den Tag hinweg in den Schlaf. Ich habe da jetzt keine empirische Studie zu durchgeführt, das ist unsere ganz eigene individuelle Erfahrung mit Kaffee, aber ich dachte, ich teile sie mal mit euch. Vielleicht ist das ja auch für euch eine Überlegung wert, mal den Kaffee ganz wegzulassen.